Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Götterdämmerung. Wir haben Enoch im Schlepptau, weil wir letztes Mal endlich den Schwarzmagier gefunden haben. Und Enoch ist, na, wir dürfen das nicht vergessen. Das war ja nicht das Einzige mit diesem Schwarzmagier. Schepper gerade ein bisschen. Wir haben ja davor schon eine mies lange Questreihe gefühlt schon vor uns gehabt. Jetzt ist er dabei. Ja. Er erbarmt sich wirklich. Wir können die Quest machen, die wir in Folge 1 noch bekommen haben. Und zwar hol Enoch zu Anok. Es ist soweit. Ja, gut. Mal schauen. Mal schauen, was jetzt hierbei rumkommt. Wir sind durch die Quest natürlich jetzt wieder. Echt, jetzt ist das schon wieder zugeschissen ohne Ende. Wir sind halt schon. Good to go mit den Quests fürs nächste Level Up. Also man merkt halt schon, ne, mit diesem Grind hier, das wird nichts. Aber halt, wenn wir da ein bisschen anfangen zu questen, ich glaube, die Schwarzmagier-Quest 7.500 Erfahrungspunkte, einfach mal so. Was machen wir jetzt hier? Das wird gleich witzig. So, wir ziehen uns hier den Wolf. Ja, wir lassen die einfach ein bisschen kämpfen. Nee, 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 hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf. Okay, die sind jetzt. Oh Gott, die Blutfliege ist so doomed. Die ist so doomed. Machen wir so. Okay, jetzt kämpfen wir die hier. Ey, können wir bitte mal kurz jemand anderen anvisieren? Ja, jetzt müssen wir einzeln rauspullen. Damit, ich wusste genau, weshalb ich letzte Folge abgebrochen habe. So, wir gehen ein Stück zurück. Fall back. Ja, war ja klar. Nochmal ein, nochmal, nochmal, nochmal. Komm, komm. Ja, der ist jetzt an der Stelle hier gar nicht mal so eine heftige Hilfe, ne? Mann, nee, oder? Okay, ich muss kurz, wir haben keine Mana mehr. Perfekt. Enoch, sag mal, so einen Schritt schneller, ne? Alter, was ist mit ihm? Der ist richtig sauer. Klappt. Ja, okay, ich muss es mit dem Schwert machen. Das ist ja übelst die Krise gerade. Wie machst du's get- armselige Kreatur. Mal einen Mana-Trank hinterher schieben, vielleicht. Der wäre es nämlich gerade echt gewesen. Gut. Da vorne lebt echt immer noch mehr als genug. Der muss da früher mit rein irgendwie. Ich weiß nicht, das wird nichts, weil diese Hitbox oder halt das Angreifen an sich einfach nicht so gut läuft. Man schlägt irgendwie beim zweiten Schlag immer durch die Viecher. Wir gucken gleich mal. Ich muss einen Ansturm dann machen. Okay, ich glaube, der hier wird es nicht lang machen. Scheiße. An meine Wem hast du's Erfahrungspunkte. gezeigt? Ach lol, wieso kämpft jetzt der gegen den? Enoch. Dodge.
Warte, weil ich hab die Idee. Wir haben keine Ausdauer, wir haben keine Ausdauer. Gut. Jetzt dann noch die 8. Sehr schön. Ja, so wird ein Schuh draus. Ich speichere. Ganz schwierige Situation hier. So, haben wir. Wir looten. Das Fleisch ist wichtig, ne? Das ist wichtig, weil wir haben nur noch einen Heiltrank. Wir wollten kein Cash ausgeben, wenn möglich, für Heiltränke. Demnach müssen wir halt schauen, dass wir irgendwie anderweitig durchkommen, ne? Los, Alfie! Wir haben noch was zu erreichen hier. Die könnten schon einen Zahn schneller machen. Ist hier wieder irgendein Viehzeug? Ja, schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Alter Leute, back in Silden. Lang ist's her halt, ne? Mal schauen, wie die Quest eigentlich jetzt weitergehen würde, weil wie gesagt, wir sind ja so hin und her gesprungen, ne? Also es ist ja doch in Götterdämmerung offensichtlich deutlich linearer. Also nicht so, du hast schon so mehrere Richtungen zu laufen, aber eher so nach vorne und zurück. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Wohingegen bei Gothic 3 ist ja so, ja, hier ist die Welt. So, viel Spaß. Mach, was du willst. Nee, stimmt, der war es ja hier nicht. Ja, man sieht schon wieder, ne? Man sieht's, wir sind in Silden. Ich dachte halt wirklich, die ganze Götterdämmerung scheißt so rein, aber es ist halt... Oh, du bist noch ein bisschen angepisst. Aber es ist schon irgendwie hier so eher das Gebiet mit Geldern Trailis zusammen. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, mich gerade kurz mal hinzulegen. War Anok ein Teacher? Weil dann könnten wir da eigentlich auch gleich noch rein, ne? In die Stärkepunkte. Jung, schau mal, die Wiedervereinigung der Brüder, hm? Wo ist mein Bruder? Ich mache mir Sorgen um ihn. Du musst ihn so schnell wie möglich hierher bringen. Mach halt die Augen auf, Jung. Hä? 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 Jetzt. So, erledigt. Ich habe Inok mitgebracht, also machen wir uns an die Arbeit. Okay. Was hast du vor? Bevor wir anfangen, muss ich erst noch eine Entscheidung treffen. Entweder bitten wir Gorn um Hilfe oder... Was? Er hat diesen ganzen Krieg doch erst angezettelt. Auf seine Hilfe können wir verzichten. Auch wenn es hier nicht passt, wir werden seine Hilfe brauchen. Und wie soll er uns helfen? Er könnte uns Soldaten schicken, die uns im Kampf gegen die Orks unterstützen. Weißt du auch, was du da tust? Mit Kämpfen habe ich mehr Erfahrung als jeder andere. Vertrau mir. In Ordnung. Wenn Gorn uns nicht helfen will, sollten wir mit Torus reden. Warum das? Ach, verstehe. Er soll die Angriffe durch die Orks beenden. Genau. Und deshalb sollten wir nicht länger warten. Könnte ich theoretisch auch erst mit Torus reden? Ja, ne? Stör mich nicht. Okay, wir sind schon wieder ein Level ab. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Das hier braucht 200 Stärke. Da sind wir ja knapp davor, ne? Nee, nicht schwere Armbrust. Große Waffen hier. 15 Lernpunkte kostet der Spaß. Ich will kurz mal was ausprobieren. Wir sind bei 93, 94. 99. Jetzt bin ich mal gespannt, ab wann es umspringt. Wir brauchen 5 Lernpunkte. Also. Okay, noch nicht. Wollen wir erstmal hier... Ja, komm. Ich will ein starker Axtkämpfer werden. Der Input ist einfach insane. Starker Axtkämpfer?
Ja, halt große Waffen, oder? Also muss jetzt ja nicht gleich nur eine Axt sein, ne? Haben wir jetzt hier neue Möglichkeiten? Müsste doch eigentlich, oder? Klingenschaden 70 und hier hätten wir 120, was schon sehr brachial wäre. Dafür brauchen wir noch ein Level. Genau ein Level. Ja. Das ist jetzt, naja, wobei, so am Ende, ne? Zwei Dialoge und dann hätten wir die Geschichte hier. Anok, ich muss mich, das müssen wir uns merken, Würdest aber du? wir können eigentlich schon mal die fünf Ja, mach Stärke das. reinlernen, weil einfach halt, wir wissen ja eh schon, auf was es hinauslaufen wird, ne? Sind wir mal ehrlich. Okay. Well then. Wir haben ja schon ein bisschen Teleportsteine gesammelt. Wir gehen jetzt erstmal nach Trelis. Ich rede erstmal mit Torus. Eigentlich einfach nur aus dem Grund, weil ich ihn theoretisch nicht wollen würde. Weil ich Gorn wählen wollen würde. Ich glaube aber, wenn wir bei Gorn sind und ihm halt das Go geben, ja, dann hat sich das Gespräch mit Torus komplett erledigt. Also, nee, warte mal, der ist doch, oder? Hier, doch, hier ist er drin. Der meistbietende war es, ne? Wir probieren es einfach mal. Ich will ihm nicht verkaufen, ne? Ich will ihm das nur mitteilen. Sag ich jetzt schon mal. Hallo Torus, ich habe hier einen Trank, durch den man sich in einen Dämonen verwandelt. Interessant. Wer hat den Trank hergestellt? Also ein Magier. Hab noch nie von ihm gehört, aber er scheint etwas verrückt zu sein. Ach was? Wo lebt er denn? In einer Hütte bei Montera. Bist du verrückt? Ich kenne diesen Magier, der ist vollkommen irre und macht nur Schwierigkeiten. Aber das wird der letzte Trank sein, den er gebraut hat. Ich werde ihm meine Orks auf den Hals schicken. Ich werde dafür sorgen, dass er in ein paar Stunden tot ist. Das will ich nicht. Wieso hat er es auch erzählt? Wieso können wir das nicht entscheiden? Nee, 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 nee. Warte mal, hä? Das ging jetzt, ich glaube, wir haben ihn nicht verkauft. Hä? Einfach nur die. Ja, okay. Ich lasse es mal kurz offen. Ich komme aus Sylden. Anok möchte, dass du die Ork-Angriffe auf die Karawanen beendest. Kann ich mir vorstellen, dass er das will. Aber meine Leute sind im Krieg und dafür brauchen wir Waffen und Erz. Anok kann sich bei deinem Kumpel Gorn bedanken. Der ist schuld an dieser ganzen Sache. Da muss man hart durchgreifen. Du warst genau für unsere Probleme. Wieso? Hallo? Ich will doch. Oh Mann, nee. Also so oder so, wenn es da einen Trank gibt, der einen in einen Dämonen verwandelt und der ist krass, dann will ich dem Trank Gorn geben, weil, also. Ja, bei Thoros, da ist halt immer so, da ist halt einfach so. Die Sympathie passt halt einfach nicht. An der Stelle. Ja, dann gehen wir jetzt nach Gouda, oder wie? Können wir jetzt überhaupt eigentlich schon mit Gorn reden? Weil die haben uns ja nicht durchgelassen, ne? Aber vielleicht ändert sich die ganze Nummer jetzt ja auch an der Stelle. Wie läuft denn das eigentlich hier jetzt halt? Hast du dich schon um sie gekümmert? Wenn nicht, solltest du dich ranhalten. Ja, wir können ja ihn jetzt töten, ne? Da war ja so ein kleiner Plot-Twist drin. Ja, können wir uns auf jeden Fall belegen. Ich weiß halt nicht, wie die Leute hier in der Umgebung dazu stehen. Dürfen wir jetzt durch? Halt! Keinen Schritt weiter! Halt! Du kannst hier nicht durch! Ich muss dringend mit Gorn sprechen. Ich bin ein alter Freund von ihm. Ah! Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Ich selbst bin ja mit Xardas befreundet. Wir haben gemeinsam Mana-Pflanzen gesammelt. Genau, Na, Errol. ehrlich? Gorn und ich. Ich kann keine Fremden durchlassen. Es gibt Gerüchte über eine Gruppe von Kriegern, die nach Myrtana gekommen ist und hier Probleme macht. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht kann ich da behilflich sein. Ich muss unbedingt mit Gorn reden. Du bist ziemlich hartnäckig. Okay, pass auf. Wenn du unbedingt zu Gorn willst, musst du Gotha erst einen Dienst erweisen. Dann machen wir das so. Nämlich? Wie wäre es mit einer großzügigen Komm, halt mal. Und Wirklich. wofür?
Für die Unterstützung der armen Torwächter von Gotha. Richtig, verstehe. Wie groß soll die Spende dann ausfallen? 50.000 Gold. Wenn ich mir so ansehe, was die Torwächter hier schaffen, ist das ein ziemlich stolzer Preis. Gorn zu sehen scheint dir also doch nicht so wichtig zu sein, wie du sagst. Am besten du erledigst das selbst. 50.000? Bist du eigentlich beschissen? Das Ganze gar nicht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Das muss anders gehen. Das muss anders gehen. Was kann denn schon groß passieren? Glaubst du wirklich? Und zwar so! Waffe weg! Nee, passt schon, komm, Spaß. Na bitte, geht doch. Was ist jetzt mit der anderen Quest? Mit diesem Dienst von wegen die Krieger schlachten oder so. Ich bezahle dich nicht. Dann verschwinde! Mach hier keinen Ärger, klar? Echt jetzt? Es kommt noch schlimmer. Einige Probleme hast du nichts zu tun? Hä? Als ob das der Way ist. Wir sparen 10 Folgen gefühlt auf eine Rüstung. Haben gerade so knappe 50.000 jetzt. Und er will, welch Zufall, genau 50.000. Ich weiß, Mann, ich weiß. Verstehe schon. Gut. Am besten du sprichst mit Weingart. Ich glaube, ich will das. Der kann Hilfe gebrauchen. Du findest ihn im unteren Bereich von Gotha. Es gibt doch nur wieder Ärger. Möglich ist alles. Ist das sein Ernst? Richtig. Aber trotzdem geht das nicht so weit. Ist das sein Ernst? So, jetzt dürfen wir natürlich trotzdem die Leute abschlachten, die da waren. Kümmere dich besser um deinen Unterhalten. Weil wir irgendwie, vielleicht können wir es damit billiger machen oder so. Alter, ist das eine beschissene Line. Also eine beschissene Questline. Wenn er so weitermacht, wird das nie richtig. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Ja. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Das gibt doch nur wieder Ärger. Irgendwie. Ich will jetzt keine 50.000 ausgeben. Man muss eben aufpassen. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ich denke mal, der wird da sein, wo wir ihn zuletzt gesehen haben, oder? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Also, actually, wartet mal. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn wir jetzt noch da unten springen, dass die so richtig sauer sind. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Irgendwann ist das auch vorbei. Verschwinde! Jo, sind sie. Verschwinde! Ja, sind sie so richtig. Richtig. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Halt! Kein Schritt weiter. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Irgendwann ist das auch. Ich sehe es halt gerade komplett nicht ein. Aber es ist eine interessante Methode, wie ich finde. Können wir so weit aimen? Ja, nicht ganz. Scheiße. Hör bloß auf mit der Scheiße. Scheiße! Und es kommt noch schlimmer. Wir können ihn hier in der Mitte verschwinden lassen, aber die. Oh, das wäre krass jetzt. Muss doch einen Weg geben, oder? Ich bin gerade. Ey.
Aber ey, es wäre, also ich glaube nicht, dass das Gorn abgefuckt ist auf uns, oder? Wenn der uns sieht, der freut sich. Nein, 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 nicht rutschen, nicht rutschen. Nein, nein, nein. Junge, bitte, bitte, wir haben es gleich. Ey, nein, nein, nein. Als ob das nicht funktioniert. Es ist ja so ein smarter Move eigentlich. Vor allem, der kommt dann irgendwann auch wieder, ne? Ich will bis dahin durch die Tür sein. Der ist nicht da. Der ist einfach nicht da. Okay, weil wir rippen natürlich trotzdem alles weg hier, aber... Der ist einfach nicht da. Das nehme ich ja sowas von mit. Was? Alter, yo, let's go, Alter. Hä? Abgebrochen. Rhino-Töter? Irgendein Nachtdings war das. Oh, ich hoffe, die Jungs kommen jetzt hier nicht. In Nordmar lebten die Barbaren. Und Robar war einer von ihnen. Er irrte ohne Feuer und Waffen durch das Eis. Und das Biest jagte ihn. So, jetzt haben sie wenigstens den Grund gehabt, uns nicht reinzulassen. Alter. Ja, wo ist denn der Bengel? Ist der da hinten? Verschwinde! Das wäre jetzt schon... Also irgendwie... Ich sagte raus! Ja, ja, ich bin ja weg, ich gehe ja weg. So. Verarschen die uns hier eigentlich gerade? So nach dem Motto... Ja, jetzt kannst du mit Gorn reden. Aber er ist nicht da. Also jetzt verkaufe ich aber echt gleich auch an Dings, ne? Ein Taurus. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Wieso hat der gesagt, geh zu Weingart und frag, ob er Hilfe braucht? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Glaubst du wirklich? Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Das hätte doch besser wissen. Haben wir die andere Quest gar nicht, also gar nicht mehr, oder wie? Ja, die, okay, die hier ist noch da. Was ist hier? Aha. Kannst du nicht durch? Ah, schön, dass du mir verwaschst hast. Nein, ehrlich, Gorn und ich. Ich kann Fremden durchlassen. Es gibt Gerüchte über eine Gruppe von Kriegern, die nach Metana gekommen ist und Probleme macht. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht kann ich behilflich sein. Kotrin, du bist ziemlich hartnäckig. Okay, pass auf, wenn du unbedingt zu gehören willst, musst du Guter erst einen Dienst erweisen. Nämlich, wie wär's mit der großzügigen Spende? Ja, okay, bla bla bla, 50.000, willst du mich verarschen? Das möchte ich hier schaffen, das ist ziemlich stolzer Preis. Gorn und ich, Gorn zu sehen, das hat wichtig zu sein, verstehe schon. Gut, am besten du sprichst mit Weingart, der kann Hilfe gebrauchen. Du findest im unteren Bereich von Gotha. Es ist halt die Frage, ob das auch als Dienst zählt. Oder ob er uns dann einfach krass entlohnt, was uns helfen kann. Oder so. Irgendwann ist doch das vorbei. Was ist denn ihr Argument nochmal gewesen? Wer bist du? Jämmerliches Dasein. Nur weil wir Gorn nicht seinen Flug zu Team und einen eigenen Weg gehen wollen. Tut mir leid, aber ich habe den Auftrag angenommen. Und das Gold, das ich dafür bekomme, kann ich wirklich gut gebrauchen. Okay, vielleicht hätte es ja auch echt... Na, wobei, nee, man kommt ja als erstes zu Weingart. Das hat uns gerade noch gefehlt. Okay, ich zahle dir einfach mehr als dieser Weingart. Ach so. Was kann denn schon gerade noch gefehlt? Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Am besten du erledigst das selbst. Und es kommt noch schlimmer. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht. Okay, die zahlen uns actually mehr als Weingart.
Vielleicht ist dann das der Key. Ich weiß zwar nicht, wo die Arbeit finden sollten, aber... Gut. Ja, wir hauen uns mal kurz hin. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich jetzt mit Weingart box. Wir sollen den umbringen, dann checkt das doch hier jeder und die haben da bestimmt keinen Bock drauf. Die Frage ist, geht die ganze Stadt auf uns los? Ich hoffe nicht, weil dann können wir ihn rauslocken. Ich würde das auf jeden Fall so ein bisschen klammheimlich machen, wenn wir ihn überhaupt packen. Hast du dich schon um sie gekümmert? So, Vanguard, jetzt bist du dran. Ich mach dich fertig. Okay. Du verräterischer Dreckskerl. Ich werde dir deine hässliche Visage einschlagen, bevor du mir auch nur einen Kratzer verpassen kannst. Krieg ich dich doch noch! Joy, wir müssen jetzt erstmal rauslocken, ne? Ja, da unten ist er komplett frei. Okay, dann machen wir das gleich so. Aber der ist schon ein bisschen brocken, ne? Wenn nicht, müssen wir ihn kiten. Ich weiß nicht, wie viel der raushaut. Ey, wir haben so ein Bombenschwert auch bekommen, ne? So ein bisschen mehr Stärke und wir würden den so aus dem Leben zimmern, den Kollegen. Ich glaube halt irgendwie wirklich, dass es die einzige, also dass der einzige Weg ist, Gorn zu sehen über dieses Bezahlen. Bloß, dass halt Weingart oder natürlich auch genau die andere Seite, dass uns die Jungs da einfach mehr bezahlen. Sage ich mal, mehr oder weniger so ein Ding ist, dass man halt sich vielleicht, also das ein bisschen leichter macht, die Summe zu bekommen. Also, wenn meine Theorie aufgeht, müssten wir jetzt überproportional viel Cash bei der ganzen Quest bekommen. Dann ist es ziemlich clear case, dass es wirklich so eine Nummer ist. Irgendwie ist der mir zu gefährlich, ich weiß auch nicht. Ich nehme mal kurz eine 5. Er brennt und ist eingeeist. Ich steche ihn in den Rücken. Ach so, klar. Ja, nö. So, und jetzt... Mach ich gleich nochmal. Ich kugel ihn erst an. Also Weingart, schon heftige Nummer. Den Typen in der Arena wäre Krise. Und reinzimmern. So. Zack. Du wagst es, mich zu schlagen? Der braucht nur einen Stich landen, wir sind weg. Der braucht echt nur einen Stich. Weg ist er. Und weg! Jetzt müssen wir ihn töten, ne? Paladin-Schwert. Abgenutzt leider. Sonst wäre es, glaube ich, gut. Ja. Wir könnten es sogar tragen. Alter, das hätte 42. Mit den 10 weg, glaube ich. Nee, oder? 84 Damage plus die 10 dann wieder. 94? Kann es sein? Ja gut, wie dem auch sei, es ist leider halt schlechter, ne? Der wird so schallern. Ach, Schwertkämpfer 2. Nicht mal schwere Waffen. Och nö, das ist ja einfach besser als die hier. Weil es halt auch einfach noch flinker ist, ne? Boah. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht habe ich echt einen Fehler gemacht mit den schweren Waffen. Wir werden es rausfinden. Jetzt haben wir haben wir den Teleportstein nach Kapdun. Ja. Abfahrt. Also wir sollten ihn töten, aber... Du musst weiter. Wo sollen wir jetzt halt Arbeit für die herbekommen? Ich hoffe, das war nur so ein Halbsatz, auch wenn es gar keinen Sinn macht. Das war nicht hier, ne? Nee, noch ein zweiter. Ah ja, das war voller Drecksweg. Das war ja übelster Drecksweg. Aber wenn wir jetzt das Cash zusammenbekommen irgendwie... Einfach wieder gespawnt. Einfach wieder gespawnt.
Haben wir noch was? Ja. Oh. Ey, wir sind so kurz davor, einen richtigen Power Spike zu bekommen, ne? Noch ein Level, dann sind wir echt saugut im Schlachten. Unnötig. Nee. Wobei. Ist gut sogar. Gut. Unnötig. Alter, er wollte gerade ansetzen. Das wäre es voll gewesen. Ja, okay, es passt. Alter, es reicht. So, rein in die Nummer. Rein da. Die chillen da unten. Wir dodgen jetzt einfach mal das ganze Viehzeug. So, wo ist der Anführer? Händler für alles, mal schauen. Ja gut. Nö, irgendwie nicht. Ja, immer noch. Dein Schild? Er ist tot. Gute Arbeit. Lass mich. Es ist, wie ich gesagt habe. Ich hab euch gesagt, wir sollten unverhältnismäßig viel Gold bekommen. Das heißt, also wenn die das Doppelte zahlen, hätte uns Weingart, jo, gut, ja, wieso auch nicht, der hätte uns dann 5.000 gezahlt. Ja, Leute, ich weiß nicht, machen wir das jetzt. Ich will weiterkommen, deswegen glaube ich, machen wir das. Die Peaches, Alter, ich schwöre. 50.000 Gold. Ey, das ist so hart reingefarmt. Vielleicht ist es dumm, für Leute, die das Spiel jetzt schon kennen und einen besseren Weg wissen. Vielleicht wäre auch Weingart helfen. Kompletter Erlass von den 50.000 gewesen. Ich weiß halt auch nicht, ne? Also, den umzulegen, schlecke ich mir schon irgendwie auch ein bisschen die Finger, aber wir tragen halt eh kein Schild, deswegen ist es halt auch wieder ein bisschen useless, ne? Ja, never mind, dann gehen wir jetzt nach Goda. Und zahlen die 50 Tacken. Damit sollten wir Level Up sein. Und dann können wir uns richtig schön Damage reinziehen. Machen wir es einfach so, ne? Keine Ahnung, ne? Vielleicht, wenn wir dann Gorn auch finden. Ey, wenn der mich abzieht, ne? Oh mein Gott. Dann werden wir den kurz bevor wir das Spiel beenden, noch komplett vernichten. Also nach dem Motto, okay, jo, kommst rein. Aber Gorn ist halt nicht da. Alter, das tut so weh. Das tut so fucking weh, ne? Ich speichere einfach nochmal so auch mittendrin. So. Zack. Hier ist dein Gold. Sehr gut. Du kannst passieren. Was kann denn schon groß passieren? Ja, okay, es ist der Weg. Es ist einfach der Weg. Und der ist jetzt gespawnt, ja? Einfach grüne Namen jetzt. Er ist gespawnt. Ey, Leute, ich bin aber ehrlich, war meiner Meinung nach ein sehr geiler Weg, um da reinzukommen. Hier rüberhüpfen mit Schreckenszauber. Also würde sich auch, kann jetzt keiner was anderes behaupten, sehr dynamisch anfühlen. Also so nach dem Motto, hey, du kannst schon 50.000 zahlen, aber so mit ein bisschen Akrobatik hier und mit ein bisschen Nachdenken, zwei Schreckenszauber, zwei Leibwachen, haust du die weg. Gorn würde im Endeffekt wissen, dass wir ein Freund sind. Es sind ja die Wachen, die reinscheißen und nicht Gorn, ne? Das heißt, wenn wir dann hier um die Ecke kommen,
wäre das schon sehr geil. Der wird uns nicht rauswerfen. So ist ganz klar. Dass die Wachen zicken, wenn die meinen halt, dann das ist schon logischer, ne? Aber hier einfach auf Smart, da hoch, Schreckenszauber, Gon sieht uns, ist cool mit uns. Das wäre halt schon so eine sehr geile, sneaky Alternative. Dank. Auch eine Freude, dich wiederzusehen. Was führt dich hierher? Ich brauche deine Hilfe. Na, das wundert mich nicht. Was kann ich für dich tun? Ich mag Gorn mehr, deswegen ich gehe für ihn. Ich war zuvor in Silden. Anok hat mir eine Aufgabe gegeben. Er möchte, dass du Hilfe nach Silden schickst, um den Orks Herr zu werden. Ich kann dir nicht gleich helfen. Ich muss erst die Sache mit Taurus klären. Ich habe alle meine Männer in den Kampf gegen ihn geworfen. Wir haben 2.500 Erfahrung bekommen, ne? Das wäre weniger als bei Taurus. Wieso das? Während du mit Xardas Verstecken gespielt hast, musste ich mich um das Wohl Myrdanas kümmern. Und Taurus hat irgendeinen Plan ausgeheckt, um die Macht an sich zu reißen. Bist du dir da sicher? Klar bin ich mir sicher. Ich habe überall in Myrdana Leute. Und die haben mir alle das Gleiche berichtet. Kann man den Leuten trauen? Ach, überzeug dich doch einfach selbst. Wie soll das gehen? Sprich mal mit einem der Wassermagier. Warum? Er hat öfter Informationen für mich. Taurus sucht nach Drachenknochen. Und der Wassermagier dürfte den Grund dafür kennen. Wo finde ich ihn? In der Höhle, wo früher Okara war. Ach so. Da steht ja auch ein Wassermagier außen, ne? Ja, wir schauen einfach mal ganz kurz, was hier so abgeht. Hallo Gorm. Ich habe hier einen Trank, durch den man sich in einen Dämon verwandelt. Klingt ziemlich bescheuert. Wie viel willst du dafür haben? Mach ein Angebot. Der Magier will ihn meistbietend verkaufen. Wer bietet denn sonst noch mit? Taurus. Ha! Ich verdopple sein Angebot. Na gut, ich gehe dann mal wieder. Ach so. Taurus macht gar kein Angebot. Wir sind kein Level. Ja, nee, oder? 220 Erfahrung, die grinden wir aber noch schnell rein, das sage ich euch gleich. Wir können uns halt nichts mehr leisten. Okay. Ja, dann wartet mal. Wie playen wir das jetzt smart runter? Wie playen wir das smart runter? Ich brauche jetzt erstmal die Quest hier. Nee, hier. Ja, also Gorn verdoppelt das Angebot. Das heißt, wir brauchen noch ein Angebot von Taurus. Wir wissen ja leider schon, was passiert. Ich dachte halt, die Quest war halt dann so Ende. Sprich mit dem Wassermagier. Ja, Leute, wollen wir denn... Ja, dann gehen wir jetzt halt nach Treles und sagen, das Taurus. Dann müssen wir aber auch direkt nach Monterra und diesen Magier helfen, weil ich bin early, so ich will das eigentlich an Gorn verkaufen. Haben wir da einen Stein für? Ja, haben wir. Okay, ich spreche mal ganz kurz mit dem anderen Wassermagier. Wir passen auf. Tissa Errol, ja, wir passen auf, Alter. Auf mein Gold passt ja auf. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Und es kommt noch schlimmer. Was war eigentlich hier? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Komm, scheiß auf dich. Dann gehen wir jetzt halt... Komm, das machen wir so. Dann gehen wir jetzt halt zum Dings. Ich weiß nicht, ob du damit... Zum Taurus. Versuchen die Nummer zu klären. Nee. Könnte ein harter Kampf werden. Wartet, ich hole kurz erst 220 Erfahrungspunkte. Wir machen es so. Ein bisschen Kleinvieh wegschlachten. Dann müssen wir... Ich weiß nicht, Taurus bringt uns auch was bei, oder? Dann packen wir auf jeden Fall schon mal die Axt auf den Rücken. Sage ich euch, wie es ist. Endlich mal ein bisschen, dass es vorangeht hier. 50 Klingenschaden mehr. Wir gehen von 70 straight auf 120. Wir sollten es spüren. Nochmal 10er mehr. Und wir haben dieses eine krasse Schwert. Aber es ist echt jetzt unser Ziel, dass wir halt hier letzten Endes noch mit die krasseste Zweihänder-Waffe des Spiels finden. So. 210. Wer will noch? Da waren doch bestimmt irgendwelche Wölfe, ne? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Eine Wildsau. 2. Okay, warte mal, die könnten ein bisschen viel werden, oder?
Lauf, 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 lauf. Oh, die Legs! Nein, bitte, bitte. Wartet, 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 wartet. Es wird so eine Nummer jetzt. Es wird so eine Nummer jetzt. Okay. Wir haben die nötigen Stärkepunkte zusammen. Ich bin gespannt, wen Torus da vorbeischicken will. Der Magier wird ja wohl auf unserer Seite stehen. Dann wehren wir den Angriff auf jeden Fall ab. Und verkaufen den Trank an Gorn. Bekommen Erfahrung. Gorn wird zum Dämon. Alle sind glücklich. Würde ich sagen. Darf man da jetzt eigentlich mittlerweile rein? So. Nö. Ihr habt doch gar keinen Schwarzmagier mehr, hm? Schau mal, was für eine Rüstung ich, by the way, trage. Achso. Sagen die mittlerweile eigentlich was anderes? Ich brauche Ruhe. Ja. Schon. Mit Maras hat man nichts als Ärger. Ach lol. Ja. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Mhm. Nur weiter so. Ja, ich muss jetzt so machen. Gut. Okay. Okay, 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 okay. First of all, Alter. Ach so. Ah, okay. Ja, meine Maus hat wieder einen Doppelklick gemacht. Ich verstehe. Boah, ich würde die ganz kurz... Naja, okay. Wir können den Stich nicht mehr machen. Wir brauchen neue Mechanics. So, warte, ich hau mich mal kurz bei dir hin, ne? Ich würde halt echt direkt los teleportieren dann. Ich weiß nicht, wie ernst sie das hier nehmen. Du dreckiger Dieb! Nein! Es war die Maus. Oh mein Gott! Ja, ich glaube, ich hab halt gespeichert und, oder? Ich hab halt nicht geklickt. Unnötig. Ja, sau unnötig jetzt. Sau unnötig jetzt. Es ist so unnötig jetzt. Bleib stehen! Ey. Muss wohl irgendwas Schlimmes in einem vorherigen Leben gewesen sein. Ah, die Maus. Für jeden, der es nicht mitbekommen hat, meine Maus ist kaputt gegangen und die macht dann und wann bei einem Linksklick mal einen Doppelklick. Ja, das ist jetzt passiert. Ich habe keine Ahnung, was man eigentlich machen muss, damit die chillen. Muss man irgendwo anders hin? Wir machen einfach alles. Also wir haben jetzt 3 Nächte geschlafen, so. Komm, wir machen noch eine 4. oben drauf. Dann teleportieren wir uns kurz irgendwo anders hin. Teleportieren uns nochmal hierher. Vielleicht chillt ihr dann bis dahin wieder. Es war halt wirklich keine Absicht. Also sau unnötig. Jetzt kackt das Spiel rein. Perfekt, bis gleich. Okay, ich habe uns jetzt einfach mal das Schlafen und Teleportieren erspart. Ich habe es jetzt schon gemacht. Mal gucken, ob das reicht. Wie gesagt, sau unnötig. Ja, er chillt wieder. Alles klar. Okay. Gut. Hallo Torus. Ich habe hier einen Trank, durch den man sich in einen Dämon verwandelt. Interessant. Wer hat den Trank hergestellt? Also ein Magier. Hab noch nie von ihm gehört, aber er scheint etwas verrückt zu sein. Ach was? Wo lebt er denn? In einer Hütte bei Montera. Bist du verrückt? Ich kenne diesen Magier, der ist vollkommen irre und macht nur Schwierigkeiten. Aber das wird der letzte Trank sein, den er gebraut hat. Ich werde ihm meine Orks auf den Hals schicken. Ich werde dafür sorgen, dass er in ein paar Stunden tot ist.
Gut, wir teleportieren rüber. Tschüss. Ich habe mir auch kurz überlegt, dass ich einfach einen Vergessenszauber anwende. Aber nicht nötig. Okay, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Okay. Vielleicht können wir ihm jetzt auch einfach gleich eine Warnung geben. Hallo. Ich arbeite schon an einem neuen Trank. Er wird keinerlei Wirkung haben. Perfekt, dir ist echt nicht mehr zu helfen. Bis dann. Check es nicht. Ich check es komplett nicht. Hätten wir ihm gar nichts sagen dürfen, weil da macht die Quest keinen Sinn. Ich will das kurz rausfinden. Also, Gorn sagt, er zahlt das Doppelte. Logische Schlussfolgerung. Also, selbst wenn ich jetzt davor das noch nicht zu Taurus gesagt hätte. Ja, perfekt. Ich habe es so abgespeichert. Ich will es ganz kurz ausprobieren. Moment. Okay, also er verdoppelt das Angebot. Die Quest ist jetzt. Noch da. Ist die davor. War die erfolgreich oder ist die abgebrochen? Ich glaube, die war erfolgreich, oder? Es macht einfach null Sinn gerade. Ich verstehe es nicht. Also, wenn wir jetzt hingehen und sagen zu ihm: Hey, Gorn zahlt das Doppelte. Wie viel zahlt Taurus? Also, wir müssen das doch Taurus sagen, oder? Jetzt bloß nichts falsch machen. Du hast doch sicher. Lass mich in Ruhe. Jetzt bloß nichts falsch machen. Ich versteh's nicht. Ja, dann kann ich jetzt eigentlich aber halt auch den Spielstand laden, ne? Wo wir es ihm gesagt haben. Hier, ja. Weil da hat er wenigstens irgendwie noch reagiert. Wieso können wir ihn nicht warnen? Wieso können wir ihm nicht Bescheid geben? Ich. Er wird in den nächsten Stunden tot sein. Hallo. Die ist echt. Bring mir. Er wird in den nächsten Stunden tot sein. Sollen wir einfach mal bei ihm pennen? Das wird ja wahrscheinlich auch nichts triggern, ne? So, aber. Ja, ich fühle mich wie ein Dulli, Alter. Also, ich, komplett. Okay, jetzt ist ja theoretisch ein Tag vergangen. Wir teleportieren uns nochmal weg und nochmal hin. Ey, ich check's nicht. Warte mal, nee. Ach, ich kann es nicht abbrechen. Können wir Gorn Bescheid geben vielleicht? Wir sagen mal Gorn Bescheid. Also wir versuchen es zumindest. So nach dem Motto, hey, Taurus greift ihn jetzt an und so. Ja, wenn nicht, wird es halt nächste Woche weitergehen mit diesen Wassermagiern, ne? Wo Okara war. Das wäre dann the way to go. Ja, war eigentlich fast zu erwarten. Es war nur so ein Strohhalm, an den ich mich geklammert habe. Wie gesagt, wir haben jetzt einen Tag schon rum. Und der Typ steht immer noch da drin. Ey, also manchmal verstehe ich es wirklich nicht, das Spiel. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Also bitte habt im Kopf, wenn ihr euch das jetzt anschaut und das irgendwie besser wisst, das ist mein erstes Walkthrough so. Ich nehme halt auch nur das, was die NPCs mir sagen. Davor habe ich zu wenig auf die NPCs gehört, mit den drei Namen. Jetzt halt nehme ich sie halt, für, also die Worte für bare Münze so. Bringt aber auch nichts irgendwie, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Das werde ich nicht weiter dulden. Ich hatte eine Idee noch. Ja, der Typ steht immer noch einfach nur da.
Vor allem, ich hätte schon Bock jetzt irgendwie auf so eine kleine Keilerei mit den Orks, weil, ich meine, wir haben eine neue Waffe, so. Die muss ja auch irgendwie mal zum Einsatz kommen. Ich will ja sehen, ne? Ich will sehen. Vor allem werden wir die auch ja gar nicht mal so lange haben, wegen dem nächsten Schwert in 10 Stärkepunkten. Gibt's hier irgendwie jetzt den Plan? Da hinten schaut jemand nach Boss aus. Das ist der Krieger. Ich weiß, wir sind schon mal durch, aber da hatten die uns halt definitiv gar nichts zu sagen. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Verschwinde! Der Anführer will auch gerade nicht irgendwie starten. Mit so einem Trupp, ne? Hier vielleicht, der Typ? Die Flammen erinnern mich an den Krieg. Ja. Als wäre er vorbei. Okay, nee, Freunde, dann keine Ahnung, was hier abgeht. Würde ich einfach sagen, machen wir nächste Folge weiter mit diesem Wassermagier. Ich hoffe, es wird nicht ähnlich spaßig wie mit dem Schwarzmagier. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde, macht's gut.